Guten Morgen im Winter von, glaube ich, Krostitz ist das hier. Ich liebe meine Pupse. Ich liebe meine Pupse. Schön wohlig warm. Das ist die erste Erkenntnis der Nacht, die arschkalt war. Es ging runter bis auf 0 Grad. Und die zweite Erkenntnis ist immer gut, eine große leere Flasche, dass ich im Zelt am Ende zu kalt ist. Das ist immer, also ja, dass man da nicht rausgehen muss, weil die Nacht war so arschkalt. Für ja, meine Verhältnisse jetzt, ich bin am ersten Tag losgelaufen, es ist 0 Grad und ja, es war schön, dass ich nicht raus muss, es hat geregnet, deswegen, ich habe da ein Tarp, na, wo ist es dort, gut, so, genau, das Tarp, das versuche ich jetzt ein bisschen zu trocknen und ja, wie ihr seht, ist auch immer noch Schnee hier unten und ja, jetzt werde ich mich fertig machen oder wir werden uns fertig machen für, der, ja, für den nächsten Tag. Ich bin sehr gespannt, was er bringt. Heute soll es trocken werden und morgen soll richtig, richtig warm werden. Also wir werden es nachts, glaube ich, nur Quatsch, bis, also ja, runter bis zu 6 Grad. Das heißt, super. Und ja, tagsüber sollen es 16, 17 Grad werden. Tagsüber ist ja sowieso nicht so das Problem, nur nachts. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch soll es dann irgendwie dauerregnen und Sturm und dann wieder runtergehen auf Minusgrade. Na, das wäre blöd. Wobei, da kann es ja nicht regnen. Wenn es Minusgrade sind, dann muss es ja Schnee sein. Ah. Auf jeden Fall war echt kalt die Nacht, richtig kalt. Und von unten die Kälte, das Problem, ich habe einmal dreifach Noppenfolie, dann eine, so eine Isomatte, dann eine, also so eine gewellte Isomatte, dann eine, die man so aufs Auto vorne drauf macht, so eine Isoliermatte, auch doppelt, und ich habe noch so eine dünne Luftfolie und noch einen Schlafsack. Und von unten war echt kalt, ich musste mich drehen, weil es mir kalt war einfach nur. Und ein bisschen arm, blöd gelegen, ich lebe, und es geht weiter. Und ich weiß, im Laufe des Tages wird dann alles wieder gut. Und das ist das Schöne, wenn man schon eine Wanderung gemacht hat, dass man ja da ein bisschen Erfahrung hat und weiß, okay, das ist kein Leid. Das tatsächliche Leid, das sieht ganz anders aus. Ich erinnere nur an Tag 3 oder Tag 4 meiner Deutschlandwanderung. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann es nicht verlinken jetzt. Aber ja, guckt einfach Deutschlandwanderung, War Spirit. Und der dritte, vierte Tag, da sind wir bei richtigem Leid. Das hier ist alles noch Pille-Palle. Und ja, mal kurz da sehen, wie es aussieht. Schön auf dem Feld hier. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich spüre wieder dieses Natur. Das ist echt, wirklich, ich habe die ganze Zeit habe ich danach gelächzt und habe gesagt, ah, es ist Wind, das geht nicht. Und jetzt hat es mich einfach gepackt und ist genau richtig. Und scheiß drauf, dass es kalt ist. Trotzdem, ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Und ja, das zählt. Und jetzt muss ich mir unbedingt was anziehen. Das war unser Schlafplatz. Endlose Weiten. Naja, sind nur 8 Kilometer. Dann kommt die nächste Stadt, nennt sich Bad Düben. So, die erste Rast nach 7 Kilometer. Wir laufen hier quasi direkt an der Bundesstraße lang. Es gibt auch keinen kleinen Weg, sondern direkt auf der Bundesstraße. Was halt schade. In anderen, insbesondere in Holland, ist halt immer die Radwege total ausgebaut. Hier zwischen den Städten, gerade wenn es ein bisschen ländlicher ist, gibt es einfach nur die Bundesstraße. Teilweise wird es ganz gefährlich in den Kurven, wenn dann noch diese Planken da sind. Da ja, hat niemand, kann da irgendwie ausweichen. Und naja, es nieselt ein bisschen. Ohne schön. Aber es ist trotzdem insgesamt ein geiles Gefühl. Man kann sich ja immer irgendwelche negativen Sachen rauspicken und man ist immer versucht, bei so einem YouTube-Video ein Drama draus zu machen. Aber letztlich möchte ich einfach vermitteln, dass das einfach so geil ist. Es ist einfach so geil. Es regnet zwar, wir sind an der Bundesstraße, aber irgendwie ist alles total geil. Und ja, das möchte ich einfach auch mal so ja, in den Raum werfen. Das ist geil. Und da hinten sind Schneeglöckchen und Krokusse. Die Natur erwacht auf ein neues Jahr. Das hier ist das Rote Haus. Das war mal ganz, ganz lange Zeit eines der ja, besten Restaurants in der gesamten Region. Also nur, wenn ihr mir hier in der Nähe seid, das ist zwischen Bad Düben und Krostitz, Rotes Haus. Ich habe keine Ahnung, ob das immer noch so ist, aber ja, nur mal als Information. Um ein bisschen meinen Informationsauftrag gerecht zu werden, meinen Bildungsauftrag. Ich laufe gerade durch Wellau, ne? Und
Ja, hier gibt es ziemlich viele Plakate wegen der Ortsumgehung. Hier scheint ja Leipzig-Berlin, das scheint ja richtig Probleme zu bereiten, die vielen Autos, die hier vorbeifahren. Und ja, ist interessant, so kann man sein Unmut auch kunden machen. Meine Zehe ist einfach nur noch eine große Blase. Also bei beiden waren schon viele Dings, aber das ist einfach nur eine große Blase. Und ich steche die zwar jedes Mal auf und also wer jetzt nicht zusehen kann, wenn eine Blase abgestochen wird, schaut weg. Aber es kommt halt immer wieder. Blopp hat's gemacht. Naja, das geht ein schönes Gefühl. Und überall sprießt, hier kommen neue Blasen. Ja. Am zweiten Tag ploppt schon alles wie voll Blasenflüssigkeit. Aber naja, ist trotzdem irgendwie schön. Wenn die Schmerzen nicht wären, wäre es halt noch schöner. Und es ist halt so ärgerlich. Seit 2,5 Jahren laufe ich Ballengang und dann muss ich mich mit solchen Kloppern rumärgern, nur weil, ja, Barfußschuhe eben noch nicht wasserdicht sind und für die Kälte halt noch nicht so geeignet sind, und das ist halt ärgerlich. Und besonders ärgere ich mich auch über mich selbst, warum ich nicht als Backup quasi ein paar Barfußschuhe mitgenommen habe, weil jetzt ist es trocken, obwohl Regen angezeigt wird, und ich hätte es einfach mitnehmen können. Ich wollte halt nicht so viel tragen, damit die Schulter nicht so weh tun. Naja, jetzt kann ich mir die Zehen jeden Tag aufploppen. Naja, aber weiter. Am anderen Fuß hatte auch ein bisschen Schmerzen, jetzt habe ich geguckt, und dasselbe Blödsinn, schaut mal, wieder. Hier und hier, wieder zwei Blasen, nervt total. Machen Sie es vorsichtig auf, wirklich nicht so viel. Am besten ein kleines Loch immer, dass es dann rausblocken kann. Und dann rausdrücken und dann ja, einfach, ja. Normalerweise kann man die Blasen noch zulassen, aber das tut dann einfach noch mehr weh. Und naja, außerdem, idealerweise nimmt man einen Bildungsauftrag jetzt zu machen, eine desinfizierte Lanzette oder eine Kanüle, sticht das dann auf, desinfiziert das und verbindet das. Haben wir halt alles da, aber ich habe Blasenpflaster immerhin und die kann ich drauf machen. Mal sehen, wie es jetzt geht. Also jetzt Tag 2, Mittag, haben sie glaube ich so 15, 20 Kilometer gelaufen, und ich denke jetzt, ja, jetzt, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Ich quäle mich jetzt schon, aber naja. Ja, ich habe es probiert. Wie gesagt, das mit den Schuhen, es war einfach ein Reinfall. Es lag an Schuhen. Ich hätte Barfußschuhe mitnehmen sollen, und egal. Geht weiter. Mal sehen, wie lange noch. Ja. Ich bin jetzt ziemlich mit meinen Schmerzaushalte-Dings am Ende. Wir kommen jetzt in eine kleine Stadt, die nennt sich Bad Düben, und ich hoffe, da gibt es ein Netto, heute Samstag gibt es ein Netto und ein Rewe. Und ich hoffe inständig, dass sie irgendwas für die Füße im Angebot haben. Die haben manchmal so einen Non-Food-Artikel. Egal was es ist, ob es eine Sandale ist oder irgendwas Großes. Das Problem an den Schuhen ist einfach, die sind vorne viel zu eng. Und ja, ich bin jetzt wahrscheinlich so an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich will es nicht aussprechen. Ich hoffe einfach, dass bei Netto und Rewe sowas gibt. Und ja, schauen wir mal. So, kurze Info, also Rewe und Pennymarkt, die sind beide hier, haben keine Schuhe. Jetzt schauen wir noch bei Netto und dann, ja, mal schauen. Netto hat auch keine Schuhe, und ich fühle mich erstmal emotional ein bisschen scheiße und werde aber einfach dann ein paar Minuten brauchen, um für mich zu realisieren, was ich jetzt mache. Und genau, ist klar. Das Standardding ist folgende: Ich habe jetzt versucht, barfuß weiterzulaufen, und das ist halt, der Fuß ist halt kaputt. Er ist jetzt voller Blasen, und man kann ja mal so 5 Kilometer, 10 Kilometer, und ich würde jetzt irgendwie noch 20 Kilometer schaffen, irgendwie so, aber das ist ja noch, sind ja noch 120 Kilometer vor uns, macht halt null Sinn. Die einzige Option wäre halt, wäre jetzt nach Hause nochmal zu fahren, dann Barfußschuhe anzuziehen und dann wieder zurückzufahren und von hier weiter zu laufen. Die Frage ist, schaffen das die Füße, oder sind die jetzt zu sehr kaputt? Und vor allem, jetzt nächsten 3 Tage soll es regnen, und das ist ja genau der Grund, warum ich die Barfußschuhe nicht genommen habe, obwohl ich mit denen eigentlich laufen wollte, weil es regnet und mich idiotischerweise für diese scheiß Schuhe dann nochmal normale Schuhe gekauft habe. Und die hoffe ich sowieso, dass ich sie noch zurückgeben kann bei Desathlon. Werde ich euch berichten, ob sie die zurücknehmen, nachdem sie jetzt hier voll gesaut sind und 3 Tage getragen sind. Naja. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht. Dann mache ich das, gebe Geld aus, um irgendwie mit dem Bus, ich bin ja hier irgendwo in der Einöde,
mit dem Bus irgendwie zu einer größeren Station, dann mit dem zum Bahnhof nach Leipzig zurück, von Leipzig dann nach Taura und ja, und dann nächsten Tag wieder zurückzufahren, um zu sehen, dass ich dann 2 Stunden laufe, es nicht mehr geht und dann wieder an derselben Stelle stehe und 15, 20 Euro wieder ausgegeben habe. Ja, und dann bin ich tatsächlich mit dem Bus nach Hause gefahren und was dann passiert ist, das erfahrt ihr dann morgen, denn es ist eine ganze Menge passiert und ich will euch da ja doch irgendwie doch auf die Folter spannen, aber in 24 Stunden wisst ihr mehr bei Teil 3.